Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4. Letztes Mal habe ich euch erzählt, dass wir irgendwo hin wollen. Bibliothek, Fitnesscenter, Nachtclub oder ins Museum. Wie sieht sie aus? Museum, Lounge, Fitness oder Schlangennestbar. Oder wir fahren einfach mal hier in den... wir fahren hier in den Park. Park, da ist der Park. Mit Nancy Landgrab fahren wir mal dahin und Manuel First. Launen sind Forderungen deines Sims, aber du brauchst sie nicht zu erfüllen. Ja. Immer diese Ladescreens hier. So, da sind wir auch schon. So, weiter geht's. Als Seeungeheuer spielen hier. Daniel Schwarz. Also schwarz ist der jetzt nicht. Oh Gott, ein Seeungeheuer. Es wird uns alle töten. Uns alle töten. Er sitzt aber ganz allein auf diesem Piratenschiff hier. Oh Gott, die Diamanten. Die Diamanten werden vom Seeungeheuer getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ein Seeungeheuer! Jetzt ist es weg. Da ist es wieder! Oh, ich hab's nicht gesehen. Da ist es! Da! Hilfe! 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 Wer ist das denn? Hey, warte doch mal. Ich will nur deinen Namen erfahren. Wer ist der Junge? Warte. Fabian Jakob. Interessant. Was macht er jetzt? Dänen. So, er hat jetzt... Ah, wir spielen hier mit der Mareike Kreuz. Sie spielt das so alleine, da muss man auch mal freundlich sein und mitspielen. Er wollte wohl auch. Naja, jetzt spielt er mit dem Max Brandenburg. Er ist zwar Teenager, aber man kann natürlich mit beiden spielen. So, Logikfähigkeit wird jetzt aufgebaut. Hier mal sehen, wer gewinnt. Hans und Mareike kennen sich noch nicht. Mareike ist angespannt. Die will uns bestimmt irgendwo... Hallo, Alien. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, bei ihr ging das Schminken heute ganz schön in die Hose. Würde ich so mal behaupten. Gelangweilt. Langweiliges Gespräch wegen Sozialkontakt. Gelangweilt wegen einer öden Unterhaltung. Die kann's eben nicht. Dann hör auf mit ihr zu reden. Beleidigen, einheizen, falsche Nachrichten verkünden, nach Tag fragen, mehr Auswahl. Gemein. Anbrüllen, überhaupt weggehen, verspotten, beleidigen, andeuten, Mutter sei ein Lama. Ganz theoretisch könnten wir ja mal einen Feind in dieser Stadt haben. Abblitzen lassen. Gelangweilt. Schon wieder gelangweilt. Über Outfit spotten. Wir sind jetzt einfach mal komplett unfair zu ihr, weil sie schon so blöd drauf ist. Hahaha. Mareike ist wütend. Und er ist super gelaunt. Gute Schwingung wegen Merkmal gut. Gute Sims lieben es, sich in den positiven Gefühlen anderer zu suhlen. Dekoriert. Dekorationen sorgen für eine schöne Umgebung. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Mit Mareike plaudern. Was? Sieg im Schach wegen Schachsieg. Nichts im Leben kommt ohne Fleiß. Dazu gehört auch ein Sieg am Schachtisch. Sei stolz auf deine Errungenschaft. Verspotten. Immer diese blöden Leute hier.
tube. Nidfa Pathan, Skuma Plonai, Nilzia Cruz, Dibowis Barpasa, Bosha Brehei, Protima Rothase, Mubus Kenda, Belindi, Kempel Baruda. So, er hat jetzt keinen Bock mehr auf uns und legt sich hin. Punka, Punka. Sure. Obu Torfu. Abscheuliche Konf... Was? Abscheuliche Konfrontation. Nein, ihr plaudert jetzt nicht. So, ich würde mal sagen, sie ist auch ganz leicht wütend. Hat die Schelmfähigkeit erworben. Kämpfen, erschrecken, beleidigen. Mareike ist angespannt. Was es hier alles so gibt. Beleidigen, Getränk werfen, kämpfen, verspotten, weggehen, über Outfit spotten hier. Gibt ja alles Mögliche. Sie reden jetzt über Statuen. Kann es sein, dass sie leicht schwanger ist oder ist sie einfach nur fett? So, jetzt spielt sie da hinten auf ihrem Handy rum. Und jetzt wird's gefährlich. Lustigerweise, er läuft einfach mal durch. Gemein verspotten, abblitzen lassen, Getränk werfen, kämpfen, über Outfit spotten, zum Feind erklären. Ja, wir sind jetzt Feinde. Zwischen Mareike und Hans ist es jetzt aus und vorbei. Es sind jetzt Feinde. Weggehen, kämpfen. Beleidigen. Befördert zur Assistentin der Geschäftsleitung. Maria wurde befördert und ist jetzt Assistentin der Geschäftsleitung. Sie verdient jetzt 3 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 23 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. Weißt du hier? 156 Simoleon Sales Award Interaktion Boss nachmachen. Ihr nächste Schicht beginnt am Dienstag um 9 Uhr. Mareike ist sehr wütend. Ein neuer Feind. Freundlich, einheizend, abzuhängen. So, sie hat jetzt keinen Bock mehr. Und ist jetzt unser neuer erklärter Feind. So, was ist mit ihr los? Sie muss dringend pinkeln. Blasenversagen in 3 Stunden. So, dann machen wir uns mit ihm auch mal nach Hause und verfolgen ihn jetzt mal. Er läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft, läuft, läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft, 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 läuft. Wo auch immer der jetzt hinläuft. Oh, sie ist traurig. Oh. Drücke G, um das Gitternetz im Baumodus ein- und auszublenden. Jetzt können wir wieder schön Musik hören, das ist natürlich auch sehr erfreulich. Aber als erstes haben wir wieder diesen super schönen Ladebildschirm vor uns. Informationen über deine Sims findest du in der Infoleiste unten rechts. So.
Soeben sind Rechnungen in deinen Briefkasten geflattert. Du hast Schulden in Höhe von 368 Simoleons. Und dir bleiben 48 Stunden, diese zu begleichen, bevor wir deine Anlagen nach und nach abschalten. Du kannst bezahlen, indem du dein Telefon, den Computer oder den Briefkasten verwendest. Dann verwenden wir gleich mal einen Briefkasten. Upsala, bleibst du hier? Das sieht es aber auch nicht mal schlecht. So, schneidet sie sich in die Hände? Hoffen wir es nicht. So, ein bisschen Curry drüber. Und ab in die Pfanne. Es sieht sogar so ein ganz kleines bisschen nach Fisch aus. Jetzt sieht es nach Fisch aus. So, dann schnappt ihr mal einen Buntbarsch. Und was macht er? Er will sich jetzt mit Maria unterhalten. Unbehagliche Begegnung. Oh, oh. Oh, die Stimmung ist ein bisschen angespannt. Erzähl einen Witz oder plaudere mit einem anderen Sinn. So, er geht jetzt aber erstmal auf die Toilette. Jetzt ist er wütend. Oh Gott, ein neuer Feind, weil jemand zum Feind erklärt hat. Wenn man jemanden zum Feind erklärt, wird das sehr wahrscheinlich Gemüter erhitzen. Das sieht jetzt aber auch gar nicht mehr schlecht. Und wisst... Was? Hans ist wütend, um dies zu tun. Okay. Dann macht er jetzt ein kleines Nickerchen. Oder er macht irgendwas am Computer. Komm, wir lassen ihm irgendwas am Computer machen. Spiel spielen, Webkontakte knüpfen, Bestellungen, Witze schreiben, Programmieren üben, Schreiben, Haushalt oder Karriere. Jobs suchen, Spiel spielen, Web im Internet surfen, Kunst durchsuchen, lustige Videos auf SimTV gucken, recherchieren. Lustige Videos, er schaut jetzt lustige Videos auf SimTV. Was wahrscheinlich eine sehr... Nachahmung von YouTube ist. Wie man einfach rechts nur die Musik hört. Und jetzt reden die über Müll. Und einen Basketball. Wie groß der Himmel ist und der Drachen, der spuckt immer alle Grizzlybären aus. Deswegen fliegen Grizzlybären vom Himmel, wenn Drachen drüber fliegen. Also ich glaube, ich brauche eine Brille. Ich kann das nicht mehr lesen. Was wollt sie jetzt? Ich habe es nicht gesehen. Ja, er hat jetzt lustige Videos auf SimTV angeguckt. Und was ist jetzt? Jetzt ist er verspielt. Witzige Videos. Weil SimTV gesehen hat. Diese Videos waren zu komisch. Wirklich zu komisch. Wisst ihr was? Wir machen jetzt das. Sie sind zwar noch sehr jung, aber so langsam kommen sie ins Alter. Also sie ist schon mal richtig aufgeregt. Schauen wir hin oder gucken wir weg? Jetzt ist er plötzlich wieder wütend. Und fertig ist er. Sie ist eingeschlafen. Und er geht jetzt auch eine Runde schlafen.
Wir wechseln mal den Sender auf Pop. So, er ist aufgewacht. Und... Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Aua, die Matratze war hart. Wie Beton. So, danach duscht er erstmal erfrischend. Oh, da liegt ja noch was. Energiereicher Proteinshake verdorben. Schade. Und mit dieser geschweigenden Stille hier und diesem super Lied verabschiede ich mich für diese Folge bei euch und wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bis dahin, macht's gut und ciao.